Hallo zurück zu Crusader Kings 3 mit mir Dennis. Es ist weiterhin ein schöner Tag bei mir. Ich nehme immer noch an einem Sonnentag auf, so wie bei der letzten Folge. Das heißt, ich bin gut gelaunt. Das ist es einfach. Ich habe mir eben noch mal ein kaltes Glas Orangensaft geholt, frisch gepresst aus der Küche und jetzt bin ich vollends bereit, mit diesem Vitaminschub wieder einzusteigen ins tiefste Mittelalter, in dem man noch nicht mal wusste, was Vitamine sind. Deswegen sahen die auch alle aus, wie sie aussahen und sind mit 60 gestorben. Ich hoffe einfach mal, dass es mir besser ergeht. Wir werden es in rund 30 Jahren herausfinden, ob ich zumindest diese Hürde meistern kann. Wir haben hier gerade einen Streit der fettleibigen Nachbarn quasi. Der fettleibige Herzog Cuthbert ist offensichtlich ein zu harter Herrscher für seine Untertan und der fettleibige Kaiser, der in seiner Nachbarschaft lebt, also ich wurde letztes Mal zur Fettleibigkeit erklärt. Dabei bin ich doch nur eine eifrige Frohnatur. Na, ein bisschen aus dem Leim gegangen ist er schon, der gute Mann. Das ist nicht so schön. Genau, also die Flüchtlinge flüchten zu mir in meine Domäne und ich könnte sie jetzt zurückführen an ihn, das fände er ziemlich gut. Ich führe sie zurück, aber ich tadel ihn. Oder ich zeige meinen Leibeigenen ihre neuen Bauernhöfe. Das gibt bestimmt Stress. Der ist ja nicht komplett unwichtig, der Typ. Also, na gut, er ist schon ziemlich unwichtig. Mein Gott, wie Zirkin runtergewirtschaftet wurde. Das war früher mal eines meiner mächtigsten Vasallenhäuser. Ja, ich sag mal, ich hoffe, dass er nichts erfährt davon. Also ich würde mal sagen, ich führe sie zurück, aber ich rede mit ihm darüber. Das geht so nicht weiter. Ich tadle ihn. Da muss er jetzt durch. Also. So, hier, guckt mal, Leute. König Finguine ist richtig gut beeinflusst worden. Der ist jetzt bei plus 100. Das heißt, man könnte jetzt mal probieren, ihm das Stückchen Wales hier wegzunehmen. Ich würde ihm gerne nämlich diesen Vasallen entziehen. Den hier. So. Das mag er zwar nicht. Aber da muss er jetzt trotzdem durch. Na? Seid gegrüßt. Er hält es zwar für ungerecht, aber er hat es trotzdem hingenommen. Ich bin weiterhin mit Dungal befreundet. Ihr erinnert euch, das war mein Mündel, der Sohn des ehemaligen irischen Königs, mit dem ich mich jetzt angefreundet habe, nachdem er erwachsen wurde. Kämpft jetzt hier Hauka gerade, also der Herzog von Wales, gegen die Kollegen hier? Das ist ja irgendwie ein bisschen doof, weil das ist ja jetzt mein Vasall. Das ist jetzt schon mein Vasall, so ein bisschen auch. Wird er sich mit anderen verärgerten Vasallen erheben? In einem Krieg umkämpft. Naja, dann will ich mal abwarten, was da jetzt passiert. Ich wollte ihm ja eigentlich sein Dings aberkennen. Seine Domäne, also dem König, damit ich das letztlich meinem Sohn andrehen kann. Dem Drittältesten. Mal gucken, ob der Plan irgendwie so aufgeht. Wahrscheinlich nicht. Aber wir gucken einfach mal trotzdem. Ja, das mit Sirkin hier, das nervt mich irgendwie ein bisschen. Ich würde aber trotzdem mal gucken, dass wir ihn vielleicht ein bisschen beeinflussen. Meine Frau schmeißt einfach so einen tadellosen Haushalt, da weiß man überhaupt nicht, worüber man sich noch beschweren soll. Ich glaube sogar, mein Herzog geht gerne nach Hause zu seiner Frau. Er ist gerne zu Hause bei seiner Frau, weil sie macht einen echt guten Job. Sie bringt Geld rein hier, sie findet Ersparnisse. Obwohl sie einen schlechten Verwaltungswert, naja, einen schlechten, durchschnittlichen Verwaltungswert hat. Die macht das schon gut. Wir können mal wieder hofhalten, glaube ich, oder? Ist mal wieder Zeit. Kommt, Leute, es ist Zeit zum Hofhalten. Haben wir lange nicht gemacht. So, herein, herein! Fortan! Prinz Tristan steht mit ernstem Gesicht vor mir. Mein Fürst, die Bedrohung durch Franzien lastet schwer auf uns. Stimmt das? Ist Franzien nicht unsere Freunde letztlich? Gewesen zuletzt immer, also Frankreich. Kaiser Gilt wartet bedrohlich jenseits der Grenze, zeigt er auf. Nur wenige Tage vor den Toren von Hedeby
und den Heimen und Herden von Haus Ivaring entfernt. Ihr müsst uns helfen, das Land zu befestigen. Ach so, für Schleswig könnte es ein Problem sein, ja. So, wir sollen ihn also sie unterstützen. Ihr habt recht, Schleswig muss befestigt werden. Tage, wir müssen unseren Hauptsitz befestigen. Warum sollten wir Argyll befestigen in Schottland, wenn Schleswig in Schleswig-Holstein in Norddeutschland bedroht wird? Unfug, Franzien ist keine Bedrohung. Wir sind alle belastet. Ich weiß ja nicht, ob wir wirklich alle belastet sind. Also, Prinz Tristan ist eher der Herzog von Schleswig, ne? Na komm, Tristan, du bist doch mein Best Buddy. Du kriegst jetzt Geld und sollst das da mal befestigen. Und ich habe ein Druckmittel. Ha! Herzog Talokan kommt mit einer aufrechteren Haltung als sonst auf mich zu. Und der ist immer sehr aufrecht, also muss es wirklich was Bedeutendes sein. Sichtlich begierig darauf, sich mir mitzuteilen. Mein Lehnsherr, euer Volk benötigt gelegentlich eine Gelegenheit für ein fröhliches Beisammensein, bei dem es seine vielfältigen Belastungen vergessen kann. Brot und Spiele, rufe ich hiermit aus. Ich würde gern für ein Festmahl aufkommen, das zum Wohl von Britannien in eurem Namen abgehalten wird. Für alle britischen Bürger, oder was? Für alle. Ich möchte aber einen Gefallen dafür. Hä? Was? Achso, du willst das aus... Ah, wohl an. Ich nehme das Angebot an. Okay, vielleicht können wir uns auf etwas anderes einigen. Fürchte, das kann ich nicht annehmen. Naja, so als der Kollege, das ist ja der Herzog von Strathclyde und ist mein Ratsspitze. Mit dem möchte ich mich gut stellen, würde ich mal sagen. Der Ratsspitze sollte kein Druckmittel gegen mich haben. Aber ich mach's trotzdem, weil ich dann mal wieder ein Festmahl schmeißen kann. Und das Geld nehme ich gern. Mein Vasall Herzog Hernach kann seine Wut kaum zurückhalten. Es muss etwas gegen diesen Kumbrisch gestikuliert wild. Ich habe genug von Herzog Myrdin, diesen Kumbrisch, seinen lächerlichen Sitten. Ich meine, habt ihr mal gesehen, wie diese Wilden essen? Ja, mit einem Messer, so wie wir auch. Es ist an der Zeit, dass eure fremdländischen Untertanen die Sitten ihrer Höhergestellten annehmen. Unser Adel muss britisch sein, das ist eine entscheidende Frage. Muss unser ganzer Adel britisch sein? Man kann etwas lernen von Traditionen. Wie wahrscheinlich ist das, die Kulturabzutanz? Der britisch gehende Cumbria verringert sich. Herzog Kernach gewinnt zumindest mal 10 Meinungen. Jeder nicht-britische Vasall. Ich habe eine ganze Menge nicht-britische Vasallen. Ja. Myrdin ist ein loyaler Vasall. Ist er das? Ja, auch nicht viel, also nicht unloyaler als MacDuipier. Britannien ist ein Land der vielen Völker. Alle verlieren Meinung. Jeder nicht-britische Vasall verliert. Aber eine ganze Menge, aber die verlieren 5 Meinungen von mir. Ja, ist echt eine entscheidende Frage. Also ich würde ihn als nachsichtigen Kaiser schon eher so sehen, dass er natürlich sich freut, wenn die Leute britisch werden, aber es ist... ist nicht das Wesentliche sozusagen, was ihn antreibt. Er ist es gewohnt, ein Vielvölkerreich zu führen. Na gut, wir sollten ein Festmahl veranstalten. Festmahl? Festmahl. Ja, wenn wir das Geld dafür bekommen, dann machen wir das auch. So, herein, herein. Es wird gespeist und getrunken im Hause Britannien. Ich bin ja Kaiser von Britannien, also mein Nachname ja offensichtlich Britannien. Ich heiße natürlich in Wirklichkeit von Britannien. Wie ich gesagt habe. Als das Festmahl in vollem Gange ist und unsere Gäste freudig essen und trinken, tritt Andrew an Adelheid um mich heran. Welch grandioses Festmahl, ein großes Kompliment an die Gastgeber. Mein Bruder. Ja, hab ich gut gemacht, ne? Ne, Diggi? So, Adelheid, soll ich Adelheid loben? Das hab ich doch. Ich hab das gemacht. Aber er ist ja nachts, also ist ja auch irgendwie treuherzig. Gesellig. Ich weiß nicht. Er würde schon seine Frau loben dafür, glaube ich. Er ist so ein Typ. Er ist jetzt ja nicht so ein Egozentriker. So habe ich ihn nicht verstanden. Charakterlich. Ich weiß, was ich gesagt habe. Ich verstehe nur nicht, warum ihr das so lustig findet, meint Herzog Brön mit geneigtem Kopf, während ich mir einen Glucksinn verkneife. Ich habe ihm nicht verraten, dass das, was er sagte, auch als etwas Anzügliches interpretiert werden könnte. er hat gesagt, wie er einen Schwan gestreichelt hat und dann meinte er, er ist halt gut zu vögeln.
Sie stellt ihr schönstes Teil am Hof zur Schau. Ach so, das hat er gesagt. Na, das geht in die gleiche Richtung. Vergiss es. Wir vergessen das. Ich habe die Leute ja zu mir eingeladen. Ich will ja nicht, dass sie mit schlechter Laune nach Hause gehen. Das wäre mir fremd. So, als meine Gäste gehen, bis zum nächsten Mal. Alle Gäste gewinnen Meinung von mir. Ist das nicht schön? Und jetzt gucken wir mal, was ist denn jetzt mit Franzien, Kaiser Gils, der Jüngling mit seiner streng dreinblickenden Ehefrau, Viviana. Sind sie uns denn feindlich gesonnen? Die sind mir zumindest jetzt nicht feindlich gesonnen. Was für ein wunderbares Festmahl. So, Hofpracht, Hofpachtstufe 8. Wie sieht jetzt mein Hof aus im weltweiten Vergleich? Ich möchte Rang 5 in der Welt. Ja, aber hallo, Freunde. Aber hallo. Wer ist sie denn? Die ist ja ganz süß. Von niedriger Geburt. Zornig, sprunghaft, tapfer. Ganz okay Diplomatin. Und Ränkeschmiedin. Tja. Weiß nicht so genau. Können wir die an den Hof rekrutieren? Komm, die rekrutieren wir an den Hof. Und vielleicht können wir der auch noch irgendeine Aufgabe geben. Rang 5 in der Welt, Freunde. Ja, so sieht's nämlich aus mit meinem Hof. Mein Hof ist einfach sackprächtig. Und zwar durchgesetzt gegen die Abbasiden, die Byzantiner, die Wachaliden, die Schura. Das sind alles krasse Leute, also insbesondere die Abbasiden natürlich und die Byzantiner, die zwei größten Reiche der Welt zu dieser Zeit. Also Byzanz hier, Abbasid hier. Die anderen werden irgendwelche Inder sein, so wie immer. Die haben immer sehr prächtige Höfe. So, das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Und ein Dynastievermächtnis. Ha! So, wir sind Diplomat, oder? Also das heißt, irgendwas von wegen Gesetze oder Gelehrsamkeit, würde ich sagen, sowas würde er wählen. Also, das Rollenspiel ich ja auch immer ein bisschen. Er ist halt nicht der Gebildetste, er ist aber diplomatisch, er ist ein guter Kämpfer. Aber eigentlich, also irgendwas Diplomatisches wäre halt eigentlich cool, ne? Irgendwas Richtung Diplomatie. Gebräuche. Entdecker. Komplotte. Eigentlich ist es Gesetz, oder? Eigentlich ist es Gesetz. Er ist, also Gelehrsamkeit, es ist auch nicht so sein Ding. Ruhm. Heiratsannahmen. Ja, komm, es ist die Gesetze, es ist das eine, was am ehesten noch so diplomatiemäßig was hat. Vielleicht noch Gebräuche. Kulturinteressen. Respektierte Traditionen. Kulturbotschafter. Ja, komm, ich gehe jetzt bei den Gesetzen weiter. Das passt auch zu meinem aktuellen Kaiser und ich denke, da sind wir auf einem ganz guten... Eure Dynastie hat einen Vorzug freigeschaltet. Delegierte Autorität. Was bedeutet das? Das ist... Achso, das war das, was ich hier... Ah ja, okay. Gut. Das war das, was ich gerade freigeschaltet habe. Alles klar, alles klar. Hier ist schon wieder was braun. Wird hier jetzt gerade irgendwas angegriffen oder so? Ist mal unangenehm, sowas. Ist inzüchtig. Ist ja ekelhaft. Wieso macht man denn sowas? Verteidigung gegen Erl Madrupsen? Wen? Herzog von Dafa. Achso, wieder so Nachbarn, die sich bekriegen in meinem Reich. Naja, sollen sie mal machen. Aber was ist denn jetzt? Also mit Fran... Oh, was ist sie? Was kann sie besonders? Sie ist gebildet. Sie ist ein Jungarzt. Mit 60. Na klar. Der typische Jungarzt. Ach Gott. Komm, wir beeinflussen jetzt mal den Kaiser von Frankreich. Mit dem will ich mich nämlich nicht anlegen. Den möchte ich lieber beeinflussen. Und was wir aber trotzdem nochmal machen, ist uns Friesland angucken. Weil Friesland... In Friesland habe ich keinen Kriegsgrund. Die Frage ist ja auch, will ich mich da weiter ausbreiten? Oh, warte mal. Isaac ist erwachsen... Aber der hat noch gar keine Verlobte. Shit, 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 shit. Okay, aber dem möchte ich eigentlich ja hier den Titel irgendwie
geben. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Also erstmal heiratest du jetzt mal, und zwar ein gutes Mädchen, die gute Hedwig oder Daedri McTristan Ivarring, meine Nichte. Das ist aber Inzucht dann. Die Kinder könnten inzüchtig sein. Aber andererseits passt das ja eigentlich, also wobei ja, ich habe das ja immer so gehalten, dass der Drittälteste eigentlich auch so quasi für die Liebe heiraten darf. Das war zumindest jetzt immer so. Also eine besonders irgendwie schöne Maid, irgendwie ich ihm angedreht habe, die gute Werte hat hauptsächlich. Wir können ja mal gucken, was bei den Werten hier ganz vorne bei den jungen Mädels mit dabei ist, die also unter 20 sind. Die kommen ja dann immer erst etwas später, weil die Werte ja im Laufe des Lebens steigen. Das heißt, die mit 30, 40 Jahren haben natürlich viel bessere Werte als die ganz Jungschen. Jetzt müssen wir ein bisschen runterscrollen hier. Die ist 18. Gerda. Gerda hat aber Liebesbläschen, also nicht so attraktiv. Mit Herpes verheiratet werden. Eine Riesin, die hat auch gute Werte. Französin, aber fleißig, arrogant und sadistisch. Das klingt jetzt nicht wie der Topfang. Da finden wir doch vielleicht noch eine andere. Also richtig hochwertig sind die hier alle nicht. Konstantine, die Griechin, fleißig, maßvoll, gerecht. Die ist eigentlich ganz cool. Die ist eigentlich ganz cool, die beiden, aber die ergänzen sich nicht so richtig gut. Weil sie in denselben Sachen mehr oder weniger gut ist wie Isaac. Isaac. Die Fränkin, da haben wir ja die Connection über Mama hin, ne? Die ist eigentlich ganz cool, die ergänzt ihn auch gut. Zumindest was das Thema Kampf angeht. Benedicta macht am meisten Sinn, glaube ich, weil sie. Oh, sie ist aber weit unter seiner Würde. Tja. Ich finde sie aber trotzdem gut, ehrlich gesagt. Ich finde sie trotzdem ganz gut. Er muss ja nicht. Oh, die ist ja auch ganz süß, die Bulgarin hier. Die sind jetzt auch nicht so schwach. Gräfin Vasilka, die Mama, die ist tapfer, gerecht und gesellig. Die hat auch gute Werte. Die nehmen wir. Und da kriegt Isaac sogar noch ein bisschen was an Prestige. Wenn auch nicht so viel. Sie hat da natürlich den besseren Fang gemacht. Ja, komm. Aber sie ist eine coole. Sie sieht cool aus, hat coole Werte. Passt. So, wie machen wir das jetzt hier? So, die sind jetzt hier. Wir haben jetzt ein Bündnis. Sowas. Wie funktioniert das jetzt hier? Kann ich dem das jetzt irgendwie aberkennen hier? Titel aberkennen. Das geht nicht. Ach, Mann. Wann ist denn dieser blöde Krieg mal vorbei hier? Das nervt hart. Wieso kämpft der hier eigentlich? Kann ich da jetzt nicht irgendwie mal. Ich kann da ja überhaupt nicht eingreifen. Bin in Kilmartin angekommen. Wer bist du noch gleich? Von den Northern Isles. Na, komm her. Komm her und gib mir Hofpracht und Bedeutung und Geld. Alles, was ich so gerne mag. Alles, was ich gerne mag. Ich kann mein Glaubensoberhaupt um Gold bitten. Das sollte man eigentlich tun, oder? Ja, gib mir mal Geld. Das sollte man immer machen. Emma Ivaring. Meine Tochter. Ich habe eine Tochter. Scheiße, ich habe. Yes, tatsächlich. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich ja noch ein viertes Kind habe. Ich dachte, ich habe nur die drei Söhne. Ja, Töchterchen. Was kannst du denn? Was kannst du denn, Kleine? Diplomatie-Schwerpunkt? Naja, da muss ich vom Papa selber lernen, oder? Ja, mein kleiner Engel, komm her. Komm her, du wirst jetzt hier mal diplomatisch auf Vordermann gebracht. Das klingt irgendwie alles falsch, wenn ich das so sage. Ist jetzt da dieser dumme Idiotenkrieg hier mal vorbei? Kapitulation verlangen. Hat er mehrere. Aber ich will ja gar nicht, dass er kapituliert. Ein
offenbartes Geheimnis. Oh, mein Vasall, Bürgermeister Gillachrist, hat jemanden einer üblen Sache bezichtigt. Mein Bruder Prinz Tristan soll eine außereheliche Affäre haben. Hat er? Oder hat er nicht? Er ist ein Ehebrecher. Das ist aber alles nicht nett. Das ist aber alles nicht nett. Sie ist ja vor allen Dingen auch nicht besonders wichtig, oder? Alles nur boshafte Lügen sind das. Das ist mein Bruder, entschuldige mal, der hat doch nichts falsch gemacht. Sowas würde mein Bruder nie tun. Nie, nie, nie. Nie im Leben. Nie im Leben würde mein Bruder sowas machen. Ich lasse ihm das mal durchgehen. So, haben wir wieder ein Druckmittel gegen jemanden. Und wir haben Andrew, mein Bruder, hat wieder ein Kind geboren. Die sind auf einem guten Weg. Patricia, wie heißt die Mutter? Zivana von Großmähren. Vielleicht können wir dann da ja auch was... Dobromilla Helwig. Helwig ist ein schöner... Helwig. Schöner Name. Ha, ich weiß immer noch nicht so richtig, in welche Richtung ich mein Reich entwickeln soll. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, hier in Sjeland irgendwie das Herzogtum zurückzuerobern. Vielleicht mache ich das einfach mal. Das Herzogtum Schleswig vollständig erobern. So richtig was machen dagegen kann er nicht, ne? Was haben wir noch? Achso, das ist das gleiche praktisch. Ich erhalte den umkämpften Titel. Ja. Ach, wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach mal, damit hier mal ein bisschen was passiert. Mein Bruder hat ja hier das jetzt alles gut aufgerüstet, Schleswig, und das gut in Schuss gehalten. Und er bettelt mich seit Jahren an, dass diese Grafschaft hier mal mir gehören wird. Sollen wir die Grafschaft erobern oder sollen wir das... Ich weiß jetzt gerade nicht, was den Vorteil bringt. Herzogtum Schleswig. Ich kann ja die... Das Herzogtum kann ich ja auch selber erhalten, oder? Also, das kann ich ja auch selber begründen. Ich habe ja genug Geld. Das sollte nicht das Problem sein. Ja, wir machen das. So, wir haben jetzt den Krieg erklärt und jetzt schauen wir mal in der nächsten Folge, dass wir Schleswig vervollständigen, das Kleinkönigreich, das ja, wo ja mein Bruder herrscht, Prinz Tristan, der ein guter Mann ist auf jeden Fall und der mich sehr verehrt und dem ich natürlich zu Hilfe eilen möchte, weil er sich seit Jahren hier an der Grenze zu Vorbasse, hier im Norden seines Landes, kabbelt mit den Sierländern und das Ziel sollte ja schon sein, dass meine Dynastie letztlich auch über Dänemark herrscht. Das wäre schon gut. Also ich würde das jetzt erobern und dann direkt an ihn natürlich abgeben. Also beziehungsweise ist, glaube ich, automatisch, weil es ja sein de jure Dingsi-Bumsi ist. Britischer de jure Krieg um Grafschaft Vorbasse. Also ich glaube, das kriegt er dann sowieso, weil es ist ja wahrscheinlich nicht mein Erbrecht, das zu haben, sondern der vom Herrscher von Schleswig. Naja gut, wir gucken mal, wie es dann aussieht, wenn der Krieg zu Ende ist, wenn ich das dann irgendwie erhalte als Domäne, diese Grafschaft, falls wir gewinnen. Ist ja schon ein paar Mal gescheitert in Skandinavien, irgendwelche Kriege von mir. Dann würde ich das abgeben natürlich an ihn, an Tristan. Aber das sehen wir dann. Jetzt ist erstmal Schluss für heute. Wir haben einen Krieg begonnen. Es ist wieder Zeit fürs Kämpfen. Das machen wir ja nicht so oft mit unserem aktuellen Kaiser. Er ist ja eher der Diplomat und ein bisschen ruhiger und nachsichtiger und so. Also er lässt sich zumindest nicht so leicht in irgendwelche Kriege hineinziehen. Wir wurden auch schon lange nicht mehr von irgendwelchen Nordmann-Armeen angegriffen oder sowas. Also vielleicht hat sich das mittlerweile erledigt, irgendwie das Thema. Wir sind ja jetzt auch schon Ende des 11. Jahrhunderts. Also wir nähern uns ja auch schon mit ganz großen Schritten der Zeit der Kreuzzüge, des Feudalismus. Der Feudalismus ist schon lange etabliert, auch in Britannien. Selbst in Skandinavien teilweise. Also ich denke, dass... Das ist auch ein bisschen vorbei vielleicht, dieses Wikinger-Brandschatzen-Ding. Das war ja eher so im 8., 9., 10. Jahrhundert. Das ist jetzt ein bisschen abgekühlt, glaube ich. Na gut, also nächstes Mal kämpfen wir um Dänemark und versuchen mal,
unserem drittältesten Sohn ein Stückchen von Wales irgendwie anzudienen. Mal gucken, ob das funktioniert. Vielleicht auch nicht. Dann kriegt er irgendwas anderes. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.